Servus meine lieben Angelfreunde, willkommen zurück. Neue Folge, neues Glück. Neue Folge, neue Gewässer, neuer Tag der Roadtour, wie man so schön sagt. Guckt euch an. Ja, wir sind am großen Fluss. Wir haben heute eine schöne Nacht im Auto verbracht. Ja, also mit Fahren, Essen, Schlafen und dann jetzt vorbereiten. Ja, so ist es. Wenn man sich kein Hotel leisten kann, dann muss man öfter mal im Auto schlafen. Und wir sind, ich weiß gar nicht, ist es jetzt vielleicht 7:30 oder so? Oder 8:00? Weiß ich nicht. Wir sind ein bisschen langsam aufgestanden, war sehr unbequem. 8:30. 8:30 schon. Oh, 8:30 schon. 8:30 schon. Wir haben hier alles hergebuckelt. Hier muss man mit dem schönen Trolley oder Wagen, unseren treuen Begleiter, muss man hier alles herziehen. Anne wird hier heute die Mahn kleben und wir werden auf Barbe angeln. Jeder eine Route, viel mehr. Also wir wollen uns richtig konzentrieren. Mit zwei Routen funktioniert hier eh nicht mit der starken Strömung. Und hier muss man sich erstmal wieder rinangeln. Die letzten Tage waren wir ja Raubfischangeln, leichte Tackle mit schwerem Rucksack. Aber wir haben gestern schon gesagt, mal gucken, ob wir überhaupt noch fiedern können. Genau. Erstmal gucken, mal wieder rantesten. Starke Strömung, Korb liegen lassen, nachfüttern. Alle 3-4 Minuten oder so erstmal Futter rinbringen auf der Stelle und. Aber ich darf gar nicht so lange quatschen. Anne braucht eine Montage, da war ein Messetfeeder dran. Ich brauche einen neuen Futterkorb, wir müssen Futter anrühren, wir müssen Mahn kleben. Und dann schauen wir mal, wie heute hier dieser echt schöne Tag, hier soll es schön sonnig sein, hoffentlich bleibt es windstill, wie der hier so vonstatten geht, wa? Wünscht uns viel Glück. Ich glaube, die beiden Kinder sind mit der Bodenangel und hier ist ein schöner Fisch. Das ist Petri, schöne Barbe. Oh, ja. So, meine lieben Angelfreunde, guckt mal da, die Anne bastelt da auch schon. Die muss euch dann erstmal zeigen, wenn es geklappt hat, was sie da bastelt. Weil wir haben ja alle, die unsere Roadtour verfolgen, die wissen, dass wir am ersten Tag der Roadtour, glaube ich, die Sachen eingekauft haben, die wir für Fiedern quasi benutzen wollten, weil wir ja gleich fiedern wollten auf Barbe. Dann aber gesehen haben vom Wetter her, das ist einfach, das ist unmöglich. Die Idee war auch genau richtig. Also unsere Überlegung, erst nach Holland zu fahren, erst quasi Raubfisch zu angeln, war super, weil wir haben, naja, 1,5 Tage im Auto verbracht bei Dauerregen mit hin und her fahren, Stellen angucken und alles sowas. Also genau richtig, da hätte man hier gar nicht sitzen können. Also, ja klar, man hätte hier sitzen können, aber das wäre nicht gewesen, dass man gleich am Anfang der Tour komplett durch gewesen wäre vom Regen her. Und da haben wir uns die Sachen schon gekauft und da hat sich Anne was überlegt. Es gab keine, Mahnfiederkörbe, also wo die Mahnen so drinnen bleiben, wo bloß keine Löcher sind, die richtig schwer sind. Wir hatten letztes Jahr welche, die waren richtig schwer, die waren noch richtig gut. Und jetzt probiert sich Anne da mit ein paar, funktioniert das? Weiß sie noch nicht. Weiß sie noch nicht. Ein paar Sachen aus. Aber erstmal die Kamera auf den Mobby gerichtet, denn wir bauen mal schnell für Anne eine Montage, Fiedermontage. Wir halten das hier ganz, ganz, ganz einfach, weil wir wissen aus dem letzten Jahr, dass man sich auch mal ganz, ganz, ganz viel abreißen kann, wenn man Pech hat. Deswegen benutze ich pro Montage 2 Wirbel, eine Perle und das Wart. Ja, natürlich noch einen Futterkorb und einen Haken und eine Hauptschnur. Ja, also das ist selbstverständlich. Aber das lassen wir hier gleich auch auf den Tisch liegen. Ja, dann haben wir hier unsere Hauptschnur, eine 30er. Ja, also wie gesagt, jeder angelt nur mit einer Fiederroute, das reicht auch. Wir müssen hier, ja, das haben wir ja gelernt durch Olaf, ja, wir müssen hier ein bisschen arbeiten. Also ihr müsst wirklich regelmäßig futterin. Ja, ansonsten sagen die Fische bei diesem riesen Fluss und dieser Breite, ich hol's mir woanders, ganz genau. Ja, warum sollte ich hier vorbeikommen? Also auf der Hauptschnur den Wirbel, dann haben wir hier eine Schachtel mit Perlen, ja, die liegt hier auf dem Tisch zurecht. Dann nehmen wir uns eine Perle raus. Eine Perle sitzt da drüben und baut auch noch. Die große Perle. Das ist immer so süß. Ja. Dann fädeln wir die Perle da durch, wenn wir das hinkriegen. Jo, kriegen wir hin.
Ja, also Wirbel, Wirbel, Perle, dann kommt der andere Wirbel, da wo das Vorfach rankommt. Zack. Ganz normaler Wirbelknoten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mal gucken, ob uns 7 heute Glück bringt oder Anne. Dann durch die Schlaufe nochmal durch, die sich bildet. Schön feucht machen. Langsam zusammenziehen, mit dem Finger ein bisschen nachhelfen. Das war überhaupt nicht die Schnur beschädigen. Kein bisschen. So. Immer da ein bisschen Zeit lassen bei den Knoten. Dann hält der auch richtig gut. Ja. Dann schneiden wir uns das überstehende Ende ab. Ja, ich habe hier gleich die blaue Tasche, wo wir noch ein bisschen Krimskrams drin haben. Und da schneiden wir gleich die ganzen Enden. Also wenn man unsere Schnipsel hat, schneiden wir da gleich rein. Immer dran denken, das ist nicht bloß dumm mit Gelaber, sondern macht das wirklich, weil ansonsten fliegen die Schnipsel überall rum und dann kann man so viel erzählen, man steckt das sich in eine Hosentasche oder was. Blödsinn. Also haben wir jetzt, zack, zurück. Wirbel, hier kommt der Futterkorb ran. Perle, die unten den Knoten schützt und den Wirbel, wo das Vorfach rankommt. Somit fertig. Dann machen wir noch einen Vorfach ran. Wir benutzen erstmal 6er Haken, weil wir haben Sommer, auch wenn es sich die letzten Tage nicht so angefühlt hat, ja, haben wir trotzdem Sommer und denke mal, die Fische fressen hoffentlich. Und dann sind wir schon fertig. Meine Rute sieht ganz genauso aus. Ja, die ist identisch, die war bloß schon fertig. Und dann schwenke ich wahrscheinlich gleich mal rüber zu Anne da, die ihre... Nein, noch nicht rüberschwenken. Soll ich die erstmal normal einen Futterkorb ranmachen? Ja, zum Anfüttern schon. Zum Anfüttern schon, okay. Und dann kommt dein Gebastel. Und das Gebastel zeigt die Anne bestimmt später mal, oder? Ja, weiß ich noch nicht. Weiß sie noch nicht. Wir werden sehen. Gut, dann mache ich jetzt das Grundfutter und du klebst dann deine Mahn. Ja. Oder bist du noch beschäftigt und ich mache beides? Nein, ich helfe. Das kann durchaus möglich sein. Wir schauen mal. Mach erstmal die Kamera aus und mal gucken, ob Anne heute noch ihr Gebastel da hinten zeigt. Ich kann ja mal einmal... Das kriegt sie ja gar nicht mit. Nein, mach das nicht. Da wird gebastelt. Ja? Da müsst ihr mal gucken. Ja, guckt euch diese Fingerfertigkeit an. Oh, jetzt wird hier Puppe gezeigt. Okay, gut. Ich muss Futter vorbereiten, weil wir brauchen jede Minute vom Angeltag. Freunde, soll ich machen, ja? Wo ist denn, ach, hier ist ein Futterkörbchen. Erstmal hat Anne gerade gesagt, ich soll ihr Futterkörbchen präsentieren. Das machen wir doch. Doch glatt. Ist klar? Ja, ja, nicht so richtig. Das Kabel hängt da fest. Guckt an, da ist das Futterkörbchen. Also ein 80er Futterkorb und da drinnen so ein ganz leichter Mahnkorb. Und hier mit zwei Sprengringen, gucken, ob der scharf steht. Mit zwei Sprengringen hier festgemacht, dass der hier drinnen fest ist und dass, wenn man hier Mahn drin stoppt, natürlich die nur ganz langsam durch die Löcher rauskommen. Ja, würdest du nachher vielleicht mal probieren, oder? Da ist er. Ja, und dann muss man sagen, hier, Grundfutter ist angemischt. Die Maden sind so eklig nass und feucht, damit die nicht kleben. Die kriegen wir jetzt auch nicht großartig trocken oder so, weil die waren natürlich die ganze Zeit im Auto. In Plastikdingern. Ja, es war aber auch anders geplant. Es war anders geplant, ja. Wir haben sie natürlich vorher gekauft, ja, weil wir wollten ja gleich angeln. Und jetzt gucken wir mal, ob es funktioniert. Das ein bisschen, die müssen jetzt ein bisschen lüften, der Ammoniakgeruch muss da so ein bisschen raus. Man könnte jetzt natürlich noch waschen und weiß ich was, aber nachher schwimmen die alle weg hier und das bringt uns auch nichts. Also fangen wir jetzt einfach an. Wir werden vorfüttern, Körbe auf irgendeiner Bahn. Irgendwas wird hoffentlich beißen. Und irgendwas wird hoffentlich beißen. Wir haben Sommer. Wir hoffen einfach, dass die Fische bisher sind als wie beim letzten Mal, wo wir echt lange, lange Ausdauer haben mussten. Und dann eine kurze Beißphasen mit Nasen und eine Barbe gab es so ungefähr. Und dann schauen wir mal. Also wir sind gespannt. Ich lasse die Kamera erstmal aus. Und sollten vielleicht die ersten Bisse kommen, machen wir sie an, wa? Und hier ist schon wieder Highlife angesagt. Aber das bringt die Barm zum Biss, denke ich mal. Also nicht lang schnacken, Ruten müssen drin. So, der erste Fisch ist dran. Werd verrückt. Hey. Ist ja lange genug gearbeitet für. Lange genug gearbeitet, ja. Brauchst du was?
Und ich glaube, das ist eine Plötze. Ich habe nämlich gerade noch gesagt, es wäre wenigstens schön, wenn wir wenigstens Plötzen fangen würden. Jetzt drin, war? Ja. Dafür haben wir extra die Stiefel an. Schön. Ah, gute Größe, war? Ja. Möchtest du Nest? Geil, nö, die sind ja, glaube 38 oder so, aber guckt an, geil. Der erste Fisch, vielleicht sind sie jetzt, da, ja. Tropft die Kacke in den Kaffee. Geil. So, meine lieben Angelfreunde, kann man die Brille, oh nee, die Brille kann ich nicht absetzen, boah, ist das hell. Was soll ich sagen? Es hat auch tatsächlich 2 Stunden und, keine Ahnung, 20 Minuten gedauert, dass der erste Biss gekommen ist. Schöne Plötze, schöne Größe. Eigentlich auch nicht anders zu erwarten aus so einem Riesenfluss. Aber dass es so lange wieder dauert mit wirklich ständig Futter, 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 die Körbe fliegen hier rein. Krass. Also dann haben wir uns ja zurückerinnert, wie es letztes Jahr war. Letztes Jahr war es, glaube ich, noch schlimmer. Ich glaube, da hat es, keine Ahnung, 4 Stunden oder so gedauert, bis der erste Biss oder Fisch oder so kam. Also ging es schon mal relativ schnell. Aber komisch, ja, wir klippen beide die Angeln, also machen die Schnur quasi in den Schnurclip, dass wir immer die gleiche Entfernung haben. Und ich habe ja sofort danach wieder dahin geworfen, das kommt kein weiterer Biss. Also so eine Plötze schwimmt niemals alleine. Das ist ein Schwarmfisch und das beißt einfach keine weiter. Das ist schon krass. Das ist jetzt der 3. oder 4. Korb, der nach dem Fisch darin fliegt. Übel. Echt übel. Aber so ist es. Wir sind noch nicht so richtig warm geworden eigentlich. Ne? Also außer durch die Sonne. Außer durch die Sonne, ja. Ja. Außer durch die Sonne. Und die Sonne macht natürlich echt müde, weil die paar Stündchen Schlaf im Auto, die reichen natürlich nicht aus, damit man richtig bombenfit ist. Ich hoffe dann, wenn der große Fisch im Drill ist, dass man keine Fehler macht. Ansonsten viel ändern können wir nicht, also klar, man könnte noch alles in den Trolley wieder packen und irgendwo anders hin trollern, aber hier die ganze Strecke sieht eigentlich gleich aus, muss man sagen. Ich sag mal, die Füchse unter euch haben es wahrscheinlich mitgekriegt, dass wir an einer anderen Stelle sitzen als ganz am Anfang, vielleicht, weiß ich nicht. Ja, das hat natürlich zu Bewandtnis gehabt, da wo wir erst gesessen haben, haben die Körbe gar nicht gehalten, also da war irgendwie die Strömung ganz extrem. Vielleicht ein besserer Bahnplatz, keine Ahnung. Aber hier. Ah, ist ein Stock, okay. Aber hier ist es so, damit die Körbe relativ gut liegen bleiben und man. Also, ich angle direkt an der Strömungskante so ungefähr. Also, eine richtige Strömungskante gibt es hier nicht, aber ihr fühlt, wo der Korb ein ganz bisschen hoppelt. Und wenn man ein bisschen dichter schmeißt, dann hoppelt der Korb nicht mehr so. Ja, wie gesagt, also Annes Montage habt ihr ja gesehen, wie gesagt, meine sieht identisch aus. Ich habe bloß noch 3 Perlen mehr dran, also oder 2 Perlen mehr dran, aber auch nur, weil die Montage schon fertig war. Und als Köder ist hier ein Mahnbündel dran. Machen wir wieder ein paar Frische ran oder vielleicht mal ein Maiskorn mit dran. Keine Ahnung, wir probieren uns so ein bisschen durch. Wir haben auch noch Tauwürmer und Mistwürmer mit bei. Vielleicht bringen die ja Erfolg dann später mal. Aber eigentlich denkt man ja, dass mit Made, Mais, Käseboilies habe ich auch noch. Wir haben auch noch kleine Pellets, die nach Käse stinken. Also wir haben noch eine größere Auswahl an Köder bei. Aber ich würde gerne lieber erstmal ein bisschen Fisch fangen. Ja, vor allem so, wie wir es halt beim letzten Mal geschafft haben. So wie wir beim letzten Mal geschafft haben, ja. Da war ja auch ganz normal einfach mit Made, Mais durchangeln. Irgendwann kamen die Fische. Und ich sag mal, da wo die Nasen gebissen haben, das ging ja auch relativ flott hintereinander weg. Also da kamen einige gute Fische. Auch abends eher dann, glaube ich. Das war schon ein bisschen später. Ja, da kann man viel philosophieren. Aber vielleicht kriegt das jetzt mal mit, dass wie die Angel in den Clip fliegt, was ich meine damit. Ja, auswerfen, bisschen zurück die Angel, zack, da geht die in den Clip. Ja. Und hier hinten ist gut, hier hinten ist eben so ein markanter Punkt und den kann ich immer direkt anwerfen und dann läuft der Futterkorb immer in einer Spur. Und das mache ich jetzt einfach noch weitere
ich weiß es nicht, 10 Stunden oder so. Mal gucken, wie lange wir durchhalten. Ich hab einen Stock. Du hast einen Stock gehabt. Also ich habe eine Idee. Oh. Möchtest du mir mal was umbasteln? Ich möchte dir mal was umbasteln. Ja, was soll ich dir umbasteln? Mein Vorfach kürzen. Okay, dann kürze ich dein Vorfach. Also mal probieren. Gerne. Seht ihr? Anne ist schon eine richtige Anglerin. Ja. Viele Sachen kriegt er ja mal gar nicht mit. So, warte mal. Guck mal. Sagst du Stopp? Stopp. Ja, viele Sachen bekommt ihr auch gar nicht mit. Die laufen ja nebenbei. Aber diese ganzen Gedankengänge, die sind schon echt krass, muss ich sagen. War das bei mir? Ja. Das ist dann immer das, wenn ich hier so in meinem, wie sagt man mal so schön, in meinem stillen Kämmerchen immer schon denke, so, okay, was könnte man jetzt nochmal ändern? Könnte man was machen? Ich habe nämlich vorhin schon dran gedacht, Mensch, vielleicht müsste man das Vorfach auch ein bisschen kürzer machen. Wir sollten uns einfach nochmal unsere alten Videos angucken. Ja, genau. Man könnte einfach das alte Video gucken, was haben wir da vorher gemacht? Was haben wir da vorher gemacht, bevor es losging zu beißen? Der einzige Unterschied, der sein wird, also wir haben anderes Futter wahrscheinlich, ne? Wir haben anderes Futter bei, ja. Die Mahnen, die sind nicht geklebt. Die Mahnen sind nicht geklebt. Ja, vielleicht ist es die entscheidende Sache. Man könnte jetzt vielleicht nochmal probieren. Die sind jetzt trocken, weiß ich nicht. Nochmal aus dem Futter rausziehen hier. Weil die waren so feucht, wie gesagt, die waren alle in so einem Pappbehälter drin hier, die hier gibt. Da war mal so ein halber Liter drin. Und die, keine Ahnung, die hätten wir auch nicht trocken gekriegt irgendwie. Wir wollten jetzt eigentlich auch nicht warten. Das kann natürlich sein durch die starke Strömung. Also wir machen Maden in der Mitte vom Futterkorb und drücken dann links und rechts das Fiederfutter drin. Und hoffen, damit die unten dann langsam da auf dem Boden rumtänzeln. Weiß ich nicht, ob das könnte vielleicht sein, dass die geklebten Mahnen doch vielleicht als Haufen ein bisschen länger so in der Spur bleiben. Weiß ich nicht, aber vielleicht ist auch so ein geklebter Mahnenbündel auch schneller weg. Weil das eine große Masse ist, die treiben kann. Und die anderen Mahnen könnten sich vielleicht, ach, keine Ahnung. Aber nicht in so ein Körbchen von mir. Aber nicht in so ein Körbchen von dir, das stimmt allerdings. So, meine lieben Angelfreunde, ich weiß nicht, was ihr ganz kurz gesehen habt. Ich habe jetzt leider schon zwei Fische verloren. Bisschen ärgerlich. Der war sogar gleich an der Oberfläche. Weiß nicht, normalerweise ist es bei Brassen manchmal so, aber er sah länglich aus. Also ich hoffe jetzt einfach nicht, dass es eine Barbe war. Aber Anna hat ganz schnell noch die Kamera angemacht. Ich weiß nicht, was zu sehen war. Schade, schade. Das waren richtig zwei kräftige Bisse. Also das war Rute krumm und Fisch dran, so ungefähr. Mal gucken. Jetzt haben wir in kürzester Zeit ein bisschen Action gehabt. Schauen wir mal. Das mit meinem kleinen Haken, was ich davor hatte, das geht gar nicht. Weil diese Teile, was wir hier haben, was so stehen, was ich gedacht habe, das sind Pellets oder so, das sind Marshmallows. Also die sind ganz weich. Ich habe die mal hier vorne drin gemacht, weil ich eigentlich gucken wollte, die treiben auf. Also am Haken haben wir die nicht, sondern im Futterkorb jetzt. Weil die geben nämlich eine ganz geile weiße Spur ab. Also dieses Zeug, was da rauskommt, das, also wenn das nicht die Fische lockt, keine Ahnung, die lockt das oder vertreibt das. Aber ich habe damit, weil ich es quasi damit gelockt habe,
den Biss gekriegt. Also schauen wir mal. Anna hat das jetzt auch im Futterkorb. Mal gucken, ob es was bringt. Keine Ahnung. Nicht wahr? Ja. Wir werden es sehen. Jedenfalls sah das schon richtig gut aus. Und ein größerer Fisch war halt dran. Schade, schade, schade. Aber ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Wa? Okay, ist auf jeden Fall drauf. Okay. So. Sehr gut. Wir hatten hier gerade ein totales Erlebnis gehabt. Da hat sich die Wasserlinie mal kurz um einen Meter nach oben verschoben. Zum Glück sitzen wir weit genug vom Wasser und jetzt ist hier ein Fisch dran. Der bockt ganz schön, macht sie ein bisschen schwer. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ich drehe den nur ganz vorsichtig erstmal. Nicht schon wieder ein Abriss. Aber keine Barbe. Nee. Nee. Der ist so also rote Flossen. Mit deinen Ahnern, oder? Also eigentlich sieht es aus wie eine Barbe, würde ich fast sagen. Nee. Also ein richtig, richtig schöner, ihr habt nichts gesehen. Ja, eine Riesennase, geil. Riesennase, ja. Aber schön. Alter Schwede, ja. Boah, die dicke, fette Nase hier. Mega. So, guckt mal. Da ist sie. Geil, oder? Und wenn die so groß sind, sieht man auch, dass es eine Nase ist. Richtig geiler Fisch. Mega. Aber leider keine Barbe. Hm. Wir sind Knülle. Aber sowas von. Ja, jeder aufmerksame Zuschauer, ich drehe mich mal, hat vielleicht gesehen, wir sind an einer anderen Stelle. Es ist 2 Stunden, 3 Stunden. Ich sag mal so 2 bis 3 Stunden her, dass wir auf, na sag mal 3 Stunden her, dass wir bei der anderen Stelle eingepackt haben. Es ging wirklich nichts weiter. Ich habe mit Olaf geschrieben, hä? Olaf, der Profi-Angler vom Rhein. Ja, da gibt es auch ein Video drüber, müsst ihr mal in den ganzen Videos mal gucken. Und der hat uns einen neuen Tipp gegeben. Wir sind an dem neuen Tipp. Danke Olaf für diese Sportstour. Wir sind mit dem Trolley hier schon wieder hoch und runter und links und rechts, weil wir den Weg nicht richtig gefunden haben. Jetzt sind wir hier. Wahrscheinlich für Olaf sitzen wir an der falschen Stelle. Der würde wahrscheinlich wieder da hinten direkt in den Fluss sitzen. Aber hier haben wir jetzt, dank dieser Buhne da hinten, haben wir jetzt eine lange Strömungskante. Und dieses Angeln kenne ich eigentlich. Ich hoffe jetzt, dass wir sie an der Strömungskante und vielleicht in den strömungsberuhigten Bereich, weil jeder hat jetzt 2 Angeln bei, ein paar Fische noch kriegen. Nicht wahr? Und dann machen wir einfach wieder an, wenn wir Luft haben oder einen Fisch oder einen Biss haben oder sowas, wa? Ja. Köder, Montagen, alles das Gleiche. Bis später. Hey Freunde, guckt mal da. Oh. Ich habe mich entschneidert. Eine schöne Plötze. Aber klein. Ja, aber davor haben wir schon, ich glaube, 4, 5 Grundeln gefangen. Also Olaf, ein Schelm, wer Böses denkt, hast du uns hier hingelockt, damit wir Grundeln fangen? Aber nein, es waren jetzt schon 1, 2 vielleicht andere Bisse dabei und jetzt, wie gesagt, gerade die Plötze. Hier ist eine schöne Strömungskante, auch ein bisschen gefährlich, weil man merkt so, das sind so 2 Kanten, ne, ja, wo man so hoch muss. Aber da ziehen die Fische lang, da stehen die Fische. Also wir sitzen gar nicht verkehrt. Ja. Und dann sag ich mal, sehen wir uns hoffentlich gleich wieder, wenn Anna den nächsten Fisch hier rauszaubert. Vielleicht beginnt ja Annes Sternstunde jetzt. Und wir haben natürlich auch noch 2 Grundeln behalten für einen Köderfisch. Also vielleicht angeln wir nachher auch noch mit Köderfisch. Schauen wir mal. Ja, das war dran, sagt sie. Vielleicht ein besserer Fisch. Die macht sich schwer. Ja? Ja. Oh ja. Vielleicht ein besserer Fisch. Geil. Kann ich die Bremse machen? Ja, machen wir vielleicht. Holen wir schnell den Kescher. Wenigstens ein bisschen. Schön hochhalten die Rute. Ja. Geil. Ich habe sonst keine Barbe. Ja. Achso, das weißt du schon. Ja, ja. Aber das sieht echt gut aus. Auf jeden Fall ein schöner Fisch, wa? Jetzt gehen wir schon mal ein Stück rein, dass ich da näher gehe. Ja. Bock ganz schön. Alter Schwede. Doch eine schöne Barbe oder was? Nee, nee. Ich kann mich an meine nicht erinnern. Also der Stellungswechsel hat sich jetzt schon bezahlt gemacht.
Oder? Ja. Wahnsinn. Okay, steht jetzt. Ne? Musst du ein bisschen aufpassen mit der Kante, ne? Ja, ich warte, bis es vielleicht ein bisschen hochkommt. Alter, die steht da und die läuft da richtig quer, wa? Ich werde mal meine Rute schnell rausnehmen. Das scheint ja doch größer zu sein, der Fisch. Und dann ist es so eine Nase, was du hattest. Jetzt schon da drüber, oder was? Nee, ich bin da drunter. Okay. Ja, den Dreck nehme ich mir hier raus. So, ich bin da vorbei. Dreck wegpacken. Bist du schon hier vorne? Bist du gleich. Alter Schwede. Also so. Na, ist das etwa ein Aaland? Kann sein, hatte ich noch nie. Der macht ganz schön Dampf, wa? Ja. Oder so eine Nase. Nee, was denn das denn? Eine Zope, Zerte oder sowas? Petri! Petri, danke. Der ist auch sowas, was du hattest. Ja, stimmt. Aber eine richtig fette Nase. Geil, Petri! Petri, danke. Tommy. Das ist das gute Stück. Ein Riesenteil, ey, wirklich. Mega. Ja, sieht geil aus. Ja. Wirken lassen. Egal. Das wäre jetzt romantischer gewesen, aber ja, du kannst auch okay. Die in die warte, Sonne pieksen. Warte. Ja, nee. Ich bin durch für heute. Wirklich. Ich bin durch. Also die Nacht Auto fahren, dann, keine Ahnung, ein paar Minuten, ein Stündchen Schlaf oder sowas. Und jetzt, den ganzen Tag in der Sonne. Alter Schwede, ich bin durch. Gefangen. So lala. Ja. Also ich an der einen Stelle, Anne hier an der nächsten Stelle so ungefähr, aber nicht den Zielfisch, die Barbe, die ist uns heute ferngeblieben. Wir hatten eine richtig große Nase, dann habe ich noch eine kleine Nase gefangen, du hast zwei Plötzen gefangen und Grundeln. 50 Grundeln oder irgendwie sowas. Grundeln. Also, weiß nicht. Zum Schluss mit den Grundeln haben wir noch geangelt, da haben Krabben drauf gebissen. Ja. Schauen wir mal, wa? War ein sehr, sehr harter Tag. Ist nicht einfach hier an dem großen Fluss zu angeln. Trotz der Tipps von Olaf, danke nochmal für diese Grundelstelle. Nee. Aber so ist das, hier war auf jeden Fall mehr Fischbewegung als auf der anderen Stelle, aber es sollte heute nicht sein. Vielleicht haben wir jetzt auch zum Schluss nicht mehr so, ich habe nicht mehr so aktiv geangelt, muss man sagen.
Ich lag bloß noch in meinem Stuhl und habe den Sonnenuntergang genossen, so viel wie ihr vielleicht. Aber so kann es sein. Morgen haben wir noch einen ganzen Tag Angelzeit und da müssen wir überlegen, was wir machen werden, oder? Mhm. Was denkst du? Wir wissen es noch nicht. Nee. Wir fahren jetzt erstmal, wir holen uns jetzt erstmal frische Trinken, parken irgendwo ab mit Auto und überlegen, was wir weitermachen. Diese Nacht wird ein bisschen bequemer geschlafen. Da wird alles zurechtgeräumt sozusagen, dass wir bequemer schlafen, nicht wahr? Ja. Und dann starten wir morgen in den Tag. Vielleicht Raubfisch, vielleicht Fiedern, vielleicht beides. Wir werden es sehen. Und ihr werdet sehen, wenn ihr vielleicht wieder einschaltet, Dienstag oder Freitag 19 Uhr. Und bis dahin, tschüss, ciao. So, bis bald. Baby,